Der Kulturcheck wird Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Polanski ist zurück im Kino. Außerdem hat der Kulturcheck äußerst witzige Pfarrer zu bieten und ziemlich eigenwillige und auffällige Teppiche. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit 6 Prozessen, die vor 50 Jahren die Stadt Frankfurt, die gesamte Republik und auch das Ausland bewegten. Mitarbeiter des Vernichtungslagers Auschwitz mussten sich während 3er Prozesse von 1963 bis 68 sowie weiterer 3 Prozesse in den 70er Jahren in Frankfurt für ihr Tun in Auschwitz verantworten. Zustande gekommen waren diese Prozesse hauptsächlich durch den Einsatz von Fritz Bauer, der damals Generalstaatsanwalt in Hessen war. Jetzt hat das Frankfurter Fritz Bauer Institut dafür gesorgt, dass die Tonbandaufnahme des Prozesses für uns alle im Netz zu hören sind, Birgit Winkler berichtet. Der Weg zu der Arbeit hat gedauert in einer Richtung eine halbe Stunde. Wir waren ohne Schuhe und ohne Kopfbedeckung. Die Haare wurden geschoren. Ich konnte nie barfuß laufen. Ich war das auch nicht gewöhnt. Es war ein steiniger Weg. Meine Füße, meine Beine waren sehr schnell geschwollen und wund. Das waren natürlich die ersten Voraussetzungen für eine Gaskammer. Rund 318 solcher Tonbandaufzeichnungen von Zeugen, die beim Frankfurter Auschwitz-Prozess aussagten, sind auf dieser Homepage auf Initiative des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts und des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden veröffentlicht worden. Die Zeitzeugen werden immer weniger, umso wichtiger, dass solche Aufnahmen der Öffentlichkeit und nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Gerhard Wiese ist ein solcher Zeitzeuge. Er war damals Staatsanwalt im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Rückschauend betrachtet kann ich mich mehr an die Aussagen der Zeugen erinnern. Sie waren zum Teil sehr eindrucksvoll. Das geschilderte Leid, das beeindruckt einen natürlich viel mehr als die Aussagen der Angeklagten, die alles bestritten haben und immer wieder erklärt haben, sie hätten nur auf Befehl gehandelt. Der Prozess wollte die Täter zur Rechenschaft ziehen. Doch nicht nur das. Initiator Fritz Bauer, Jurist aus Frankfurt, wollte für politische Aufklärung der Nazi-Verbrechen sorgen. Bis zum Prozessauftakt 1963 hatte es keine wirkliche Aufarbeitung der NS-Gräueltaten im Nachkriegsdeutschland gegeben. Das sollte sich mit dem Prozess ändern. Bauer hat eben diese, wenn Sie so wollen, volkspädagogische Absicht gehabt, mit NS-Prozessen das Bewusstsein in der Bundesrepublik Deutschland über die NS-Vergangenheit zu bilden, auch den Bürgern zu erklären, dass in derartigen Situationen wie unter dem NS-Regime es möglich gewesen wäre, Nein zu sagen, also sich den verbrecherischen Befehlen zu widersetzen. Die insgesamt 430-stündigen Mitschnitte sind vor rund 10 Jahren das erste Mal veröffentlicht worden. Die Aufnahmen waren 1989 vom Landgericht Frankfurt an das Hessische Hauptstaatsarchiv übergeben worden. Bis 1988 waren sie mehr oder weniger vergessen worden und lagen bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Seit 1989, wie gesagt, beim Hessischen Hauptstaatsarchiv. Und im Rahmen eines Forschungsprojektes vom Fritz-Bauer-Institut, dem Deutschen Rundfunkarchiv und dem Hessischen Hauptstaatsarchiv durchgeführt, wurden dann nach und nach die Bänder digitalisiert und transkribiert. Mit den Tonaufnahmen ist nun ein weiterer wichtiger Beitrag gegen das Vergessen geleistet worden. Für unseren nächsten Beitrag haben wir uns auf den Weg nach Rüsselsheim gemacht, zu den Opelvillen. Dort hängen derzeit keine Bilder an den Wänden, sondern Teppiche. Die israelische Künstlerin Noah Eschkol hat diese extravaganten Werke gefertigt. Chaotisch, farbenprächtig, spontan. Das sind die textilen Werke aus dem Schaffen der israelischen Künstlerin Noah Eschkol. Eigentlich ist Eschkol für ihre minimalistischen und strukturierten Tanzperformances bekannt. Die über 50 opulenten Wandteppiche, die hier ausgestellt sind, bilden einen krassen Gegensatz dazu. Im quasi Spätwerk
des bildnerischen Tuns herrschen die Farben, es explodiert an Formen und so weiter. Sie hat dann gar keine Hemmung mehr, auch etwas zu erzählen und auch eben Farbprächtigkeiten darzulegen. Für ihre Teppiche nahm Eschkohl Stoffreste, die sie zusammensammelte oder gespendet bekam, und vernähte diese zu den einzigartigen Kompositionen. Sie hatte plötzlich die Situation, sie konnte nicht mit ihren Tänzern weiterarbeiten. Es brach überraschend der Krieg aus. Was mache ich? Also sie guckte quasi auf sich selbst. Ich kann ja eigentlich mit meiner Kleidung arbeiten. Ich konnte ein Textilbild legen. Und sie hat dann sofort eigentlich für sich entschieden, das mache ich, aber ich arbeite nur mit Stoffresten, das heißt, ich setze nie die Schere an, sondern finde Bilder, indem ich diese Reste zusammenlege und immer wieder neu zusammenstelle. Da sie die Stoffe in ihrer ursprünglichen Form beließ, können die Besucher der Ausstellung bei genauerem Hinsehen auch negative von Kleidungszuschnitten finden, etwa in der Form eines Hemdkragens. Bei dem Bild Feuerblumen aus dem Jahr 1994 verarbeitete Eschkohl sogar ein Palästinensertuch. Dieses ist zusammen mit israelischen Stoffen verarbeitet und kann daher auch als politische Aussage interpretiert werden. Dieses Tuch steht nicht nur für Verderben oder für nächste Terroranschläge, sondern vielleicht auch für Versöhnung, für Frieden, für wir sollten zusammenkommen, Kulturen könnten wir zusammenbringen, indem wir auch Stoffe einfach zusammenlegen und die vertragen sich, ja? Stoffe sind friedlich miteinander, auch das könnte eine Bedeutung sein. Die Bedeutung der Wandbilder geht also über die rein äußerliche Schönheit hinaus. Das spiegelt sich auch im Titel der Ausstellung Wall Carpets wieder. Wall Carpets, Englisch eigentlich Wandteppich. Im Hebräischen bedeutet Teppich aber auch Erzählung. Also eigentlich hätte man Textile Tales, also etwas, was noch etwas berichtet, dazufügen müssen. Im Deutschen finden wir gar nicht so einen Begriff. Und natürlich interessant, dass sie aus dem Hebräischen kommenden nicht nur diesen Teppich möchte, etwas, was man eigentlich auf den Boden legt, sie an die Wand hängt, sondern sie möchte auch etwas erzählen in diesen Wandbehängen. Wenn auch Sie sich von der Einzigartigkeit von Eschkohls Werken überzeugen wollen, dann besuchen Sie noch bis zum 23. März 2014 die Ausstellung in den Opel-Villen in Rüsselsheim und lassen Sie sich von den vielfältigen Kompositionen verzaubern. Aus den verschiedensten Gründen horchen viele von uns auf, wenn es um Roman Polanski geht. Derzeit macht der Regisseur mal wieder mit guten Nachrichten von sich reden. Es gibt einen neuen Film von ihm, Venus im Pelz. Mein Kollege Thomas Rautnitzki stellt ihn vor. Ich habe echt die Schnauze voll. Das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ich habe sowas von die Schnauze voll. Echt voller Arsch der Tag. Ja, aber wir setzen bald weitere Vorsprechen. Aber jetzt bin ich da, oder? Dann muss ich morgen nicht wiederkommen. Oder wann weiß ich? Und ich wäre nicht umsonst hier gut, gewesen. Gut, hören Sie, Wanda, mein Tag war auch sehr stressig. Okay. Ich habe mir jede Menge Loser angehört. Da war sogar eine mit einer Zahnspange dabei. Glauben Sie mir, Sie würden sich damit keinen Gefallen tun. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen abschalten und ich werde zum Essen erwartet. Ja, verstehe schon. Ihr Essen wartet, klar. Es läuft der Regisseur und Autor Thomas, gespielt von Mathieu Almaric, hat gerade ein enttäuschendes Casting für seine neue Produktion hinter sich und will frustriert nach Hause gehen. Da kommt die ein wenig vulgär wirkende Schauspielerin Wanda, gespielt von Polanskis Frau Emanuele Segné, herein und fleht Thomas an, sie doch noch vorsprechen zu lassen. Bitte, schreien Sie doch nicht so, ja? Ja. Danke. Nein, keine Ahnung, plötzlich war's weg. Vermutlich das Gewitter. Nein, nein! Nein, ich rede nicht mit dir. Es ist noch jemand gekommen. Nein, ich glaube nicht. Hör mal, ich besorge uns unterwegs Sushi, ja? Ha? Ciao. Helfen Sie mir bitte mal mit dem Verschluss. Er willigt schließlich ein. Vielleicht schon deshalb, weil diese späte Erscheinung den gleichen Namen trägt wie die Heldin seines Stücks. Wow, Thomas, das soll eine Adaption der berüchtigten Novelle Venus im Pelz des Österreichers Leopold von Sacher-Masoch werden. Der Geschichte eines Mannes, der sich aus purer Lust per Vertrag verpflichtet, als bedingungsloser Sklave seiner geliebten Herrin zu Diensten zu sein. Der Masochismus hatte seinen Namensgeber gefunden. Zu Ihren Diensten, gnädiger Herr. Wo fangen wir an? Entscheiden Sie, Herr. Ich habe keine Lieblingsstelle. Beginnen wir gleich mit der ersten Szene. Okay. Das
Emanuelle Segnet, die langjährige Ehefrau Polanskis ist und Mathieu Almaric glatt als junger Doppelgänger des Filmemachers durchgehen könnte, gibt dieser Entwicklung noch eine zusätzliche Dimension. Ein Spiel, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verwischen. Es tut mir leid, wenn ich Sie belästige. Ich heiße Wanda von Dunajew. Ich bewohne das Zimmer über dem Ihren. Ich fand gestern Abend dieses Buch, eine Ausgabe des Faust, mit Ihrem Bücherzeichen darin. Venus im Pelz ist eine erotische Komödie über sexuelle Macht, Masochismus und Geschlechterrollen. Ich setze einen Vertrag auf, demzufolge Sie ein Jahr lang mein Sklave sein werden. Verfügen Sie über mich. Hand drauf. Ob der Regisseur im Film auch dem echten Regisseur ähnelt, wurde Roman Polanski natürlich von der Presse gefragt. Nein, sagt er. Ob man das allerdings so für bare Münze nehmen kann, darüber ließe sich sehr gut diskutieren. Gleich geht es weiter bei uns mit Dürer, äußerst witzigen Pfarrern und einem Tipp für ein jazziges Weihnachtskonzert. Bis gleich. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Kulturcheck, präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Mit beim großen Die Legende vom Weihnachtsstern Adventsgewinnspiel auf Rhein-Main-TV. Einfach von Montag bis Freitag um 18.30, 19.30, 20.30 oder 22.30 Uhr Rhein-Main-TV einschalten und den gesuchten Begriff erraten. Du bist meine allerletzte Hoffnung. Gewinnt eines der tollen Weihnachtspakete, bestehend aus dem Buch Am Weihnachtsbaume von Terzio, dem Spiel Bärenklauen mit Schnabelgrün und dem Schnabelgrün-Geschichtenbuch von Norris Spiele, sowie einer von vier tollen Gebäckdosen von Lamberts. Es kann losgehen. Ich suche den Weihnachtsstern für euch. Die Legende vom Weihnachtsstern. Jetzt im Kino. Übertrifft alle Erwartungen. Der neue Skoda Octavia RS. Skoda. Simply clever. Jetzt im neuen Journal Frankfurt. Batschkap-Umzug, wie Ralf Scheffler mit seinem Musikclub nochmal neu anfängt. Welt-AIDS-Tag, zu Besuch bei der Frankfurter Drogenhilfe. Musicals und Co., die besten Tickets zum Verschenken. Außerdem 2-for-1 auf den Eintritt zur Kabarett-Show. Weihnachtsgänse sterben einsam. Journal Frankfurt, das 14-tägige Stadtmagazin für Frankfurt und Rhein-Main. Jetzt für nur 1,80 Euro überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder direkt auf journal-frankfurt.de. Journal Frankfurt, hier geht man hin, da besser nicht. From the highest heavens came a majestic civilization. Its splendor once lost. Now, the divine culture has returned. Shen Yun. Coming to Jahrhunderthalle Frankfurt, Hessen, March 15th and 16th. Visit meinticket.com. Noch viel Vergnügen beim Kulturcheck wünscht Ihnen Skoda Auto Deutschland. Kulturcheck. Willkommen zurück beim Kulturcheck. Es geht direkt weiter bei uns und zwar mit kulturellen Nachrichten im Überblick. Weihnachtlich und jazzig wird es in diesem Jahr im Kurhaus Wiesbaden. Wolfgang Diefenbach und sein Landesjugendjazzorchester Hessen laden einen Tag vor dem Heiligen Abend dazu ein, musikalische weihnachtliche Momente zu genießen. Musik
Zu hören sind das Jugendjazzorchester Kicks and Sticks und dessen Nachwuchsformation, die seit 5 Jahren zusammenspielt und mittlerweile ebenfalls Bühnenreife erlangt hat. Das Konzert findet am Montag, 23.12. um 19.30 Uhr statt. Tickets kosten einheitlich 19 Euro und sind unter anderem im Wiesbadener Kurhaus erhältlich. Der afrikanischen Nok-Kultur widmet sich derzeit das Frankfurter Liebighaus. Am Museumsufer sind über 100 Skulpturen der Nok zu sehen, die weit über das heutige Nigeria verteilt gelebt haben. Die Funde wurden auch von Archäologen der Frankfurter Goethe-Uni geborgen. Die Nok-Kultur ist verbreitet, etwa von 1500 vor Christus bis zur Zeitenwende in Zentralnigeria. Die Fundstellen, die man kennt, das ist nicht flächendeckend, sondern die äußersten. Wenn man um die eine Peripherie zieht, dann kommt man auf eine Fläche von etwa 100.000 Quadratkilometern. Das entspricht der Größe von Portugal oder der fünffachen Größe von Hessen. Die Ausstellung im Liebighaus Frankfurt ist noch bis zum 23. Februar zu sehen. Der Frankfurter Autor Peter Kurzeck ist tot. Im Alter von 70 Jahren verstarb Kurzeck, der hier im Jahr 2010 sein Werk Vorabend im Frankfurter Literaturhaus diktiert. Vorabend war der 5. Band eines Projektes, das als autobiografische Chronik des alten Jahrhunderts mit 12 Bänden geplant war. Peter Kurzeck wurde 1943 im böhmischen Tachau geboren. Als Flüchtlingskind kam er 3 Jahre später mit seiner Mutter und Schwester nach Stauffenberg bei Gießen. Seit 1977 lebte er in Frankfurt, seit 1993 auch vermehrt in Südfrankreich. Kurzeck verstarb an den Folgen mehrerer Schlaganfälle. 1200 Druckseiten, was schon immens natürlich ist. Das Frankfurter Städelmuseum präsentiert uns derzeit einen echten Klassiker der deutschen Kultur, Albrecht Dürer. Den Nürnberger Künstler kennen wir hauptsächlich, weil er diese bekannten betenden Hände gezeichnet hat. Dass Dürer noch viel mehr zu bieten hat, dass er auch Mathematiker und ein Meister der Selbstvermarktung war, das lernen wir nun durch die Ausstellung im Städelmuseum. Ein Höhepunkt der Ausstellung, der sogenannte Heller-Altar von 1507. Er war eine Auftragsarbeit, die Dürer zusammen mit Grünewald für den wohlhabenden Frankfurter Jakob Heller schuf. Zum ersten Mal wird der Altar nun als Ganzes zusammen mit der Rückwand ausgestellt. Was bisher weniger bekannt ist, Dürer verband neben diesem Altar noch mehr mit der Mainmetropole. Frankfurt war für Dürer ein wichtiger Umschlagplatz. Frankfurt war damals wie heute eine wichtige Messestadt. Und seine Frau Agnes etwa ist regelmäßig auf den Messen hier in Frankfurt und bietet Dürers Druckgrafik an. Das, womit er den größten wirtschaftlichen Erfolg auch hat. Aber darüber hinaus war natürlich Frankfurt auch ein Ort von viel Geld, auch heute nicht anders. Das heißt, sein Auftraggeber, Hauptauftraggeber hier in Frankfurt, Jakob Heller, ein reicher Tuchhändler, der beauftragte ihn mit der Ausführung eben eines Altarbildes für seine Grabstätte, als natürlich Totenfürsorge, uns heute etwas weit entfernt gerückt, aber damals ganz zentral. Und insofern war dann in der Dominikanerkirche hier in Frankfurt für Dürer die Chance, ein besonders sorgfältig ausgeführtes Werk dauerhaft zu platzieren. Die Schau Dürer Kunst-Künstler-Kontext hat das Ziel, alle Facetten des Künstlers zu zeigen. Und zwar immer im Vergleich zu anderen Malern seiner Zeit. Tafel- und Leinwandbilder, Handzeichnung und verschiedene druckgrafische Techniken. Dürer war ein absoluter Allrounder und trug so zur Entstehung der nordeuropäischen Renaissance-Kunst bei. Dürer ist herausragend durch seine besondere Rolle zwischen Spätgotik und Renaissance. Er ist der zentrale deutsche Künstler, der wie kein anderer die Innovationen, das Neue, sich anverwandelt und auf allerhöchstem Niveau in herausragender Qualität in der Malerei, in der Zeichnung, in der Grafik, aber genauso auch in seinen kunsttheoretischen, wissenschaftlichen Studien umsetzt. Das macht seine besondere Rolle aus und das drückt sich aus einfach auch in großartigen Kunstwerken, die auch heute noch über 500 Jahre Zeit hinweg den Betrachter unmittelbar ansprechen können. Dürers Lebenswerk komprimiert auf 1000 Quadratmeter. Schon zu Lebzeiten erlangte der Nürnberger Künstler gesellschaftlichen Ruhm und Anerkennung für seine Arbeit. Sogar eine Porträtmedaille wurde ihm gewidmet. Er will einen Aufstieg erreichen, das tut er auch, vor allen Dingen Aufstieg durch Bildung. Das heißt, er wird, anders als kein anderer deutscher Künstler vor ihm,
im Grunde genommen sich als Künstler, als Humanist, als Wissenschaftler selber etablieren, vor allen Dingen durch seine kunsttheoretischen, seine kunstwissenschaftlichen Studien. Er schreibt Bücher, er publiziert sie. Das ist für einen Maler in der Zeit eher ungewöhnlich. Die Sonderausstellung Dürer Kunst-Künstler-Kontext im Frankfurter Städel bietet noch bis Februar 2014 einen ganz besonderen Einblick in Dürers Leben und Kunst. Wir stellen Ihnen nun zwei absolute Spezialisten Ihres Faches vor und das Fach heißt Hintersinniges Kabarett. Der eine verbrachte viele Jahre im Widerstand gegen alles Mögliche, was dann am Ende doch gebaut, stationiert oder gewählt wurde. Den anderen kennen in seiner Lieblingsstadt Lissabon mindestens 12 Wirte beim Vornamen. Beiden gemeinsam ist, dass sie evangelische Theologie studiert haben und dieses Studium führte sie in verschiedenen Gemeinden hoch hinaus, nämlich auf die Kanzel. Doch auf der Bühne fühlen sich die beiden Pfarrer mindestens genauso wohl. Das bewies einmal mehr ihr Auftritt in der Frankfurter Käs. Dort stellte das erste allgemeine Babenhäuser Pfarrerkabarett sein neuestes Programm vor. Ich bin Hesse. Und es ist ja bekannt, ein Hesse ist nicht dazu da, um andere Menschen glücklich zu machen. Die haben eine gewisse Grundaggressivität. Die Hessen stehen morgens auf und haben erstmal schlechte Laune. Die haben mir nach dem Kaffee immer noch. Wenn wir den ganzen Tag niemanden treffen, der uns einen Grund gibt, besser Laune zu haben, geh mach so wieder ab. Dabei sind Hans Greifenstein und Klajo Herrmann im normalen Leben ganz sozialverträglich. Doch die beiden kennen sich aus mit der Spezies Mensch, sehr gut sogar, egal ob sie hessisch oder bundesbürgerisch ist. Abschreckung Bilder von Claudia Rothrum. Nein! Zusammen bilden die beiden das erste allgemeine Babenhäuser Pfarrerkabarett. Und wo Pfarrer draufsteht, ist auch Pfarrer drin. Die haben doch von nichts Ahnung. Die fahren doch zum Obi in den Baumarkt, kaufen sich einen Buddha für die Gatte, stellen sich einen Buddha in die Gatte und lassen sich beim Geld rüberrobben, buddhistisch angrinsen, ohne zu zeigen, was gemacht wird. So ist es. Ich habe vom Nirvana so viel Ahnung wie der Dalai Lama vom Blutwurstmacher. Stellen Sie sich einen Cholesterinkrank im Schneidersitz in der Garde. Dann kann ich auch einen Tibet-Lutherkopf als Zapfhahn benutzen. Buddhismus ist eine altehrwürdige Weltanschauung, die wir respektieren, die wir aber Respekt haben. Und wir machen uns lustig über Menschen, die diese Sache konsumieren wie Fastfood. Religion ist so einem Lifestyle-Produkt geworden für manche Menschen. Und wenn sie beim Fußball Buddha-Statuen aufstellen, statt richtig zu trainieren, es zeigt das, wie blöd das ist. Ja? Also im Grunde genommen. Ja, ja, eigentlich machen wir uns Sorgen um die Religion, dass sie in dumme Hände geraten. Ja. Oder in bösartige, ja. In dem Fall. Also Buddhismus, wie er sagte, holt man ja heute sich vielleicht als Buch aus dem Regal und nicht mehr durch Inspiration oder vielleicht durch Unterricht. Hänsel in Bethel heißt das neueste Programm der beiden und hier in der Frankfurter Käs haben Greifenstein und Herrmann ebenso viele Freunde wie im Halb-Neun-Theater in Darmstadt, wo sie ebenfalls regelmäßig auftreten. Ich muss aber noch weiter. Ich bin noch nicht in der Heimat, denn das weißt du als evangelischer Pfarrer nach 20 Jahren Gemeindedienst, weißt du, Heimat ist da, wo du deine Feinde mit Namen kämpfst. Und erst weiterziehst, wenn du ein paar davon beendigt hast. Ich habe nach vielen Jahren Gemeindearbeit, Hans Greifenstein arbeitet neben dem Dasein als Kabarettist weiterhin in seinem Beruf, kennen die beiden die allzu normalen irdischen Wege ihrer Schäfchen. Wohnmobil, etwa. Und wenn du dann noch älter wirst, dann gehst du doch wieder ins Hotel oder in die Pension, wie die Oma auch. Und mit der Religion ist es genauso. Ne, solange die Leute jung sind, wird alles ausprobiert, was Gott verboten hat. Ne, aber wenn dann irgendwann einmal die Hüfte im Lotussitz zu knirschen anfängt, dann kommen die alle zurück in die Indoreligion mit Vollkasko-Erlösungsgarantie. Die kommen alle wieder zurück. Also wir haben Spaß dabei, es ist kein Rallye-Unterricht, aber wir sind schon auch irgendwie Leute, die das lieben und mögen. Und es ist unser Ding und wir wollen es auch gern den Leuten nahe bringen. Ja? Das ist schon auch ein Anliegen, was wir haben. Wobei wir keine Mission über Kabarett machen wollen. Aber die Sache ist uns einfach am Herzen. Und obwohl wir, und deswegen lachen wir auch drüber, weil wir darunter leiden manchmal, wie es benutzt wird. Und wir haben nichts dagegen, wenn Leute rausgehen und sagen, ah, das habe ich früher mal im Rallye-Unterricht gehört. Oder ah, ich hole mir die Bibel aus dem Schrank. Dagegen haben wir nichts. Ja? Die Leute sollen lachen, aber es ist uns
wichtig, dass es nicht so ganz flach rüberkommt. Lustig mit Kopf. Lustig mit Kopf. Also der Kopf lacht und weiß gleichzeitig warum. Weil die beiden Pfarrer nicht zu der Fraktion des Marktführers gehören, haben sie auch Ahnung vom Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Ich brauche, als es wirklich gemacht wird. Also Sex ist in unserer Kultur eine überschwätzte Angelegenheit. Ja, das ist, man fragt schon warum. Es gibt doch so viele gute Gründe für Sex. Mir fallen drei spontan ein. Drei. Erstens, es macht nicht dick. Zweitens, es ist immer noch steuerfrei. Man weiß nicht warum, aber doch. Und drittens, meistens besser wie Fernsehen. Außer die Eintracht, aber gerne. Also drei Sachen, die wirklich super sind. Und trotzdem leben die meisten Menschen nach meiner Erfahrung nach dem Motto, oh ja, die Woche geht auch so vorbei. Unsere Sendung nähert sich damit ihrem Ende und wir verraten Ihnen natürlich immer gerne, dass Sie die gesamte Sendung oder einzelne Beiträge daraus auch im Internet einsehen könnten. Dazu einfach unter rhein-main-tv.de das entsprechende Stichwort eingeben. Und in einer Woche hätten wir eine neue Sendung für Sie, wie immer um 21 Uhr. Und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss. Der Kulturcheck wurde Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Mach mit beim großen Die Legende vom Weihnachtsstern Adventsgewinnspiel auf Rhein-Main-TV. Einfach von Montag bis Freitag um 18.30, 19.30, 20.30 oder 22.30 Uhr Rhein-Main-TV einschalten und den gesuchten Begriff erraten. Du bist meine allerletzte Hoffnung. Gewinnt eines der tollen Weihnachtspakete, bestehend aus dem Buch Am Weihnachtsbaume von Terzio, dem Spiel Bärenclown mit Schnabelgrün und dem Schnabelgrün-Geschichtenbuch von Norris Spiele, sowie einer von vier tollen Gebäckdosen von Lamberts. Es kann losgehen. Ich suche den Weihnachtsstern für euch. Die Legende vom Weihnachtsstern. Jetzt im Kino. Übertrifft alle Erwartungen. Der neue Skoda Octavia RS. Skoda. Simply clever. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Ja. Aber jetzt mal genug von der Oma. Ich wollte euch was ganz anderes fragen. Habt ihr in den letzten Wochen auch Post zum Thema Organspende bekommen? So, jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Wenn man ganz tief in sich geht, ne, dann fragt man sich doch, was gibt's da eigentlich noch zu holen, oder? Ja, hier. Das Herz, schon mehrfach gebrochen. Oder die Lunge, aus dem Hals geschrien. Die Augen haben minus 50 auf Dreh. Ne? Ja, da greift man doch zu jedem Gallenstein. Und ich muss euch enttäuschen. Trennsäcke oder eine kleine Portion Hüftspeck, die kann man nicht vorher schon mal spenden. Ja. Dem Thema Organspende kann man sich auf vielen Wegen nähern. Mit Humor oder Ernst, ganz sachlich oder einfach aus dem Bauch heraus. Aber egal wie, das Wichtigste ist, Sie tun's. Treffen Sie Ihre Entscheidung und halten diese in einem Organspendeausweis fest. Ich hab's auch gerade gemacht. Kein Witz.